Das Reaktorunglück sowie das Erdbeben und seine Folgen waren noch Thema eines Gesprächs zwischen dem russischen Außenminister Sergei Lavrov und seinem japanischen Kollegen Takeaki Matsumoto am Rande des G8-Treffens in Paris. Im fernen Osten Russlands in Wladiwostok stieg die Radioaktivität inzwischen leicht an, erreichte jedoch nicht gefährliche Werte. Auch hieß es seitens der russischen Behörden, das Militär halte sich bereit, um im Notfall die Bewohner der Insel Sachalin sowie der Südkurilen in Sicherheit zu bringen. Die knapp vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs von der Sowjetunion besetzten Kurilen sind bis heute ein Streitpunkt zwischen Russland und Japan. Über das G8-Treffen in Paris berichtet Euronews gegen 14 Uhr live.